Guten Morgen, es ist Samstag, der 9. April 2022 und ihr hört Nacktes Niveau, den Podcast für alle, die nicht alles glauben, was sie denken. Mein Name ist Paul Brandenburg und nein, es war kein Marketing-Stunt. Letzte Woche sind wir tatsächlich ungeplant und auch ein wenig überraschend der Zensur von Googles YouTube zum Opfer gefallen. Überraschend, weil wir aus unserer Sicht ausnahmsweise mal nicht ausdrücklich gegen die Denkverbote der Staatsmedien verstoßen haben. Vielleicht war es euer sensationeller Zuspruch, der die Zensoren auf den Plan gerufen hat. In den ersten gut 2 Stunden jedenfalls, bis wir gecancelt wurden, hatten wir über 7000 Klicks allein bei YouTube. Habt dafür ganz herzlichen Dank. Und bitte, bitte, bitte mit Zucker obendrauf, zieht mit uns zusammen endgültig um. Hört uns ab sofort nur noch unzensiert und frei über den Streamingdienst der freien Medien, theplatform.net. Ihr findet alle neuen Folgen Nacktes Niveau zum Stream und zum Download auf theplatform.net. Da gelangt ihr natürlich auch hin, wenn ihr einfach wie immer nacktesniveau.de in euren Browser tippt. Dass wir nach der Zensur vergangene Woche unterbrechungsfrei vor euch erhalten blieben, das verdanken wir wieder mal den unglaublichen Crews von paulbrandenburg.com und theplatform.net. Beide sind am Samstag früh spontan aktiv geworden und haben dafür gesorgt, dass wir für euch auf Sendung bleiben. Liebe Crew-Kollegen im Hintergrund, ohne euch gäbe es uns hier an den Mikrofonen schon lange nicht mehr. Ich danke euch, ziehe mal wieder meinen Hut und sage, es ist ein großes Glück, mit euch arbeiten zu dürfen. Aber, liebe Hörer, diese Arbeit kostet leider auch zunehmend Geld, weil es eben teuer ist, von Tech-Zensoren gejagt zu werden, ein unabhängiges Streaming-Netzwerk aufzubauen und bei all dem noch auf Sendung zu bleiben. Darum bitte ich euch sehr herzlich und heute ganz besonders, haltet Nacktes Niveau mit einer kleinen Spende am Leben und in euren Ohren. Wir sind bewusst werbefrei und unabhängig von allen Organisationen oder anderen Geldgebern und leben einzig und allein von euren freiwilligen Spenden. Also, so ihr etwas geben könnt und mögt, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Weg. Allen bisherigen Spendern, allen künftigen, ganz herzlichen Dank im Voraus. Genug der Vorrede und endlich zu meinen Gästen. Ich freue mich, heute in der Runde zu haben aus Berlin den Historiker und Publizisten René Schlott, aus Schweden den Journalisten Henning Rosenbusch und natürlich die Kärntner Königin des Kommentars, Journalistin und Moderatorin Milena Preradovic. Herzlich willkommen, ihr Lieben. Elon Musk, Südafrikas Antwort auf Iron Man, ist jetzt mit 9,2% der größte Einzelaktionär bei Twitter. In aller gebührenden Kürze, was Twitter betrifft. Musk hat ja vor seinem Einstieg gesagt, er würde sich da um die Meinungsfreiheit kümmern, denn um die sei es auf Twitter nicht allzu gut bestellt. Was erwartet ihr jetzt, Henning? Wird es auf Twitter jetzt plötzlich wieder liberaler und meinungsfreier zugehen oder ist das Ganze doch nur Marketing? Also ich würde schon etwas drauf setzen und hoffen, also ein bisschen zumindest. Es scheint ja auch schon so zu sein, dass es ein Board-Meeting bei Twitter gegeben hat, wo er schon zugegen war oder zumindest eingeladen ist, dass das noch stattfindet. Bisher habe ich so den Eindruck, dass es schon was dahinter ist, wenn er was sagt. Und ich finde die Reaktion, die ersten Reaktionen darauf sehr interessant. Vor allem jetzt beispielsweise Marina Weißband, ehemals Piratenpartei, die hat sofort irgendwie einen Tweet losgelassen nach dem Motto, ja, ist vielleicht doch nicht so gut, wenn irgendwelche Privatleute so viel Macht haben in Bezug auf Meinungsfreiheit, um da mitreden oder um das bestimmen zu dürfen. Und es war ja vorher immer das Argument, ne, dass man gesagt hat, naja, das sind natürlich die Hausrechte der sozialen Plattformen, die sind privat und die dürfen das natürlich frei entscheiden. Das war bis dato immer das Argument. Und wenn er jetzt da, also die Meinungsfreiheit ist, sag ich mal, so von meinem Gefühl her auf Twitter, wenn man jetzt von den großen Plattformen ausgeht, noch nicht so beschränkt wie jetzt zum Beispiel auf Facebook oder auf Instagram. Okay, also ein optimistischer Kommentar von Henning Rosenbusch. Ich gebe es einmal weiter. Milena, ich bin ja für Twitter gesperrt als böser Antidemokrat. Du siehst das Ganze vielleicht etwas optimistischer als ich. Na, ich sehe es ein bisschen wie Henning. Also ich finde auch, dass Facebook, YouTube, Instagram und dass die alle krasser löschen, sperren und zensieren. Aber auch auf Twitter, ich merke das jetzt seit ein paar Wochen, werden mir Follower geklaut. Und zwar jeden Tag. Ich komme immer mal 100 hoch, dann gehe ich wieder 200 runter. Und also sie haben natürlich auch noch andere Tricks auf Lager, als nur einfach zu löschen. Aber schauen wir mal. Also keine Ahnung, ob ich Herrn Musk da vertrauen soll. René, es hat ja noch keine historischen Ausmaße, die Bedeutung von Twitter, aber ich weiß nicht, ob du da aktiv bist oder nicht. Hältst du etwas von Twitter und der neuen Perspektive Elon Musk? Na, jetzt sind ja gleich mehrere Fragen. Also historische Ausmaße hat Twitter durchaus schon. Also wenn wir an Donald Trump denken, ich glaube, Donald Trumps
Aufstieg zum Präsidenten der USA wäre ohne Twitter nicht vorstellbar, auch nicht seine Amtszeit. Also da wird Twitter schon als Instrument der Machtausübung, auch der direkten Kommunikation sehr wichtig. Ich selber bin nicht bei Twitter, weil ich Twitter für ein Medium halte, wo die digitale Hetzmasse sozusagen ihren Spielplatz hat. Deshalb beteilige ich mich da nicht, denn ich sehe da keine Grundlage für einen vernünftigen Meinungsaustausch. Und an diesem Befund wird auch Elon Musk ja nichts ändern. Elon Musk hat Folgendes getan: Er hat Ärger mit Twitter gehabt. Ja, er hat mal von der faschistischen Corona-Politik gesprochen in Kalifornien. Er hat dann zuletzt Justin Trudeau dort mit in einen Zusammenhang mit Hitler gesetzt. Also da gab es ordentlich Ärger. Und was machen amerikanische Milliardäre, wenn sie irgendwie Ärger mit Firmen haben? Die kaufen sich einfach ein und versuchen dann entsprechend Einfluss zu nehmen. Was finde ich eigentlich einen relativ nachvollziehbaren und legitimen Schachzug von ihm. Ja, irgendwie schon. Das, die Versuchung, die bleibt mir erspart, unter anderem mangels diverser Milliarden, die ich dafür nicht habe. Aber um auf historische Meinungsfreiheitsfragen zu kommen, da hat ja was stattgefunden diese Woche und jetzt vor kurzem in Deutschland und im Bundestag. Die Impfpflicht ist erstmal vorerst abgeschmettert worden. Und René, weil wir gerade bei solchen historischen Vergleichen sind, da hat dann ein SPD-Hinterbänkler sofort darauf kommentiert, das sei ein rabenschwarzer Tag für die Demokratie, weil, Zitat, und bitteschön, ich denke es mir nicht aus, erstmals seit 1945 jetzt im Reichstag wieder Faschisten jubeln würden. Der Herr meint, die AfD, die er da als Faschisten bezeichnet, die hätten dann gejubelt, unzulässigerweise, weil die Impfpflicht abgelehnt wurde. Ist dazu was zu sagen, René? Also ehrlich gesagt ist dazu nichts zu sagen, aber wenn du mich so fragst, sage ich natürlich was dazu. Man ist eigentlich sprachlos, aber das zeigt zwei Dinge. Einmal A, dass diese Debatte gestern überhaupt nicht von Sachkenntnis und von Sachlichkeit geprägt war, sondern von Parteipolitik. Und das ist bei so einer eminent wichtigen Frage, wo es ja wirklich um medizinethische Fragen ging und um den Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, damit auch um grundgesetzlich geschützte Bürgerrechte, ist es klar, dass solche Tweets kommen. Also es zeigt eigentlich nur nochmal die mangelnde Qualität dieser Debatte. Ist sozusagen in einem Tweet nochmal sehr gut zusammengefasst. Und zum Zweiten muss man natürlich wissen, Faschisten sind immer die anderen offensichtlich. Mit so einem Vergleich sollte man überhaupt gar nicht in die Ecke kommen. Bin auch gespannt, wie Twitter da vielleicht reagiert. Als damals Musk von Faschismus in Kalifornien sprach, wurde er sofort zurückgepfiffen. Ob das jetzt hier im Fall dieses Tweets auch so sein wird. Vielleicht sollte man nochmal wissen und sollte man auch den Herrn von der SPD aufklären. Artikel 2 Absatz 2 des Grundgesetzes, der Schutz von Leben und körperlicher Unversehrtheit, war eine Antwort der damaligen Verfassungsväter und Verfassungsmütter auf den Faschismus, auf einen Nationalsozialismus, der die Körper seiner Untertanen, die Körper seiner Bürgerinnen und Bürger damals in Lager gesperrt hat, der sie gefoltert hat, der sie medizinischen Experimenten unterzogen hat, der Sterilisation geübt hat, der Euthanasie geübt hat. Also dieser Satz ist aus einem spezifisch antifaschistischen Verständnis ins Grundgesetz gekommen. Und dass man den jetzt sich darauf bezieht und eine Impfpflicht einführen will, passt dazu überhaupt gar nicht. Das ist jetzt, René, das ist jetzt ein bisschen viel Fakten und nüchterne Realität. Ich fürchte, das verstehen die Damen und Herren Politiker wahrscheinlich nur schwer, die so etwas da sagen, weil da scheinen ja sehr unterschiedliche Wahrnehmungen zu existieren, nicht? Der Deutschlandfunk vermeldete nach dieser Debatte tatsächlich, es bestünden nun, Zitat, überwiegend enttäuschte und besorgte Reaktionen in der Presse und der Öffentlichkeit auf dieses Nein zur Impfpflicht. Milena, ist das aus deiner Sicht auch so? Ist Deutschland und die Welt nun enttäuscht, dass Deutschland die Impfpflicht nicht einführt? Das glaube ich nicht. Also ich meine, die Impfpflicht haben ja so Länder wie Tadschikistan und Turkmenistan und Österreich, ja, auch wenn sie hier gerade ausgesetzt ist. Aber dieses seltsame Demokratieverständnis, gerade bei Grünen und SPD-Abgeordneten, das habe ich halt auch in sehr vielen Tweets gelesen und sie haben ja diesen Hashtag gegründet, Opposition der Schande, ja. Das heißt, danach ist die Opposition im Bundestag schuld, dass die Regierung keine Mehrheit bekommen hat. Also darauf muss man auch erstmal kommen und man ist sauer, weil die Opposition nicht der Regierung zugestimmt hat. Also das ist wirklich ein seltsames Demokratieverständnis. Ich habe das mal anders gelernt, was die Rolle der Opposition ist. Und man merkt, wie sehr diese Corona-Politik oder das Thema Corona gerade eben bei den Sozialdemokraten und den Grünen so zum Lebenszweck geworden ist. Also diese Enttäuschung und diese Wut, das ist bemerkenswert. Und ich habe bei vielen die Drohung gelesen, ja, dieser Herbst wird jetzt heiß und ganz schrecklich und viele Einschränkungen, Lockdowns,
Schulschließungen und so weiter. Also, sie haben bereits beschlossen, dass im Herbst ein böses Virus unterwegs sein wird. Das sollten wir uns schon mal merken, ja. Und schuld sind jetzt natürlich die Ungeimpften und die dagegen gestimmt haben. Und das Problem, das ich sehe, dass sie das wirklich glauben. Also sie wollen sich auch einschränken, sie wollen Maske tragen, sie wollen Menschen trennen. Das sind die Opfergaben für Göttin Corona oder wie man diese Religionen dann auch nennen mag. Aber ganz erstaunlich, unter diesen Corona-Fanatikern findet man ausgesprochen wenig normal arbeitende Menschen. Also wenig Kassiererinnen oder Köche. Also es ist eher so diese großbürgerliche Fraktion der Homeoffice-Schisser, würde ich mal sagen. Aber mal ehrlich, das Ganze war doch einigermaßen im Wesentlichen erwartbar, was die Reaktionen angeht, oder? Sowohl dass das völlig unsinnige Gebrüll und der Faschismusvorwurf von denen, die ich als Faschisten bezeichne, aus meiner Sicht zu Recht, als auch das Beleidigtsein. Nur, wie erklärt ihr euch denn die Tatsache, dass überhaupt diese ganze Geschichte durchfiel im Bundestag? Also wie kann es denn sein, dass Merkel eine derartige Klatsche bekommt und mit seinem Antrag so öffentlich scheitert? Das erstaunt mich schon, muss ich ehrlich sagen, weil man das Gefühl hatte, dass diese Damen und Herren im Bundestag in ihrem Paralleluniversum ja eigentlich restlos begeistert waren von dem Konzept Impfpflicht. Ja, es gibt natürlich diese Fälle, die du gerade beschreibst, ja, in Paralleluniversum unterwegs und auch mit Nachfragen und Fakten nicht zu erreichen. Aber wir haben offensichtlich, und das gibt mir doch ein kleines bisschen Hoffnung, ein paar Leute im Bundestag, die sich doch mit den Fakten beschäftigen und die eben auch mitbekommen haben, dass da jetzt eine Variante unterwegs ist, die für Rekordinzidenzen sorgt, aber auf der anderen Seite die Krankenhäuser und Intensivstationen kaum belastet. Und ich denke, dass es viel damit zu tun hat und auch mit dem Zeitpunkt, dass da jetzt einige dann doch ihr Gewissen entdeckt haben und gesagt haben, das ist nicht verhältnismäßig, als für eine Impfpflicht zu stimmen. Aber natürlich kann sich das im Herbst mit der entsprechenden Panikmache und einer neuen Variante und mit der Angst vor Lockdowns, das ist ja jetzt, heute wird es ja natürlich schon wieder so verkauft, so nach dem Motto, oh, wir haben keine Impfpflicht, dann ist ja alles klar, dann müssen wir im Herbst wieder in den Lockdown gehen. Und solange man mit solchen Argumentationsmustern durchkommt und da auch die Journalisten und Medien nicht kritisch nachfragen und darauf hinweisen, dass es andere Beispiele gibt innerhalb der EU, wo jetzt schon lange keinen Lockdown mehr gegeben hat und die auch ganz gut durchkommen oder viele andere Argumente, die es dagegen gibt, noch Lockdowns zu machen, auch jetzt, dass man jetzt festgestellt hat, dass es so viele Tote gar nicht verhindert hat, dass es jetzt langsam doch draufkommt, dass da auch einige Nebenwirkungen entstehen durch solche Eingriffe in die Gesellschaft. Und es ist spannend, aber ich bin nicht so optimistisch wie einige andere, die jetzt da richtig gefeiert haben gestern. Nee, optimistisch bin ich auch nicht. Aber entschuldige, Henning, sorry, das reicht mir noch nicht. Optimistisch bin ich auch nicht. Aber ich glaube auch nicht an das Gewissen der Parlamentarier. Es tut mir schrecklich leid. Nee. Ich erlebe einfach ein derartig opportunistisches Pack, ich kann es nicht anders sagen, an dieser Altparteien, die stimmen ab, was ihnen vorgesetzt wird. Ich halte es für einen Regierungsfehler von Merkel. Aber Milena, vielleicht hast du da mehr Kenntnis oder Verständnis. Na, es ist mit Sicherheit ein Regierungsfehler. Also ich weiß nicht, ob die haben sich in ihrer Blase möglicherweise gedacht, das ist alternativlos. Ja, vielleicht hat er das Wort einfach nicht ausgesprochen, das altbekannte alternativlos. Aber ich glaube zum Beispiel auch, dass die FDP aus politischen Gründen und nicht aus Gewissensgründen unbedingt dagegen gestimmt hat. Weil die FDP sieht natürlich auch, also sie ist ja eine Partei, die für Freiheit, für Selbstbestimmung und sowas steht. Ja, nein, also das haben sie sich ja selber auf die Fahne geschrieben. Und nun merken sie, wie viele ihnen genau von dieser Fahne jetzt weggehen. Ja? Also ich glaube, sie kriegen schon mit, dass ihnen da ein ordentlicher Gegenwind entgegenkommt. Also wenn sie jetzt da noch eingeknickt wären, hätten sie ganz schwierige Karten, ganz schlechte Karten gehabt. Ich glaube, dass das von der FDP, dass da die meisten halt dagegen gestimmt haben, ein politisches Manöver zum Überleben ist.
Na gut, für die FDP noch erklärlich, aber es gab ja sogar innerhalb der Grünen eindeutige Gegner, nicht? Es gibt diese Tabea Rüssner, die eine Grünen-Abgeordnete, die auch sich ganz klar gegen eine Impfpflicht aussprach, aus grundsätzlichen Erwägungen. Also ich kann mich des Eindrucks nicht erwehren, dass es hier der Regierung und den Fraktionsspitzen nicht gelang, die Parlamentarier auf Linie zu prügeln. Und das überrascht mich angesichts der Tatsache, dass diese Parlamentarier sich in den letzten 2 Jahren ja nun als alles andere erwiesen haben, denn schwer zu bändigen. Das war ja eigentlich immer eine Gruppe vorauseilenden Gehorsams. Ist schon interessant. Ich kann es nicht wirklich bewerten. Ich weiß nicht, ob da mehr dahinter steht an Zerfallserscheinungen dieser Regierung oder an Durchsetzungsproblemen des Kanzlers. Aber es ist schon erstaunlich. Und was ihr habt es jetzt schon angesprochen, da geht es vielleicht nochmal in die andere Richtung. Olaf Scholz sagt jetzt im Deutschlandfunk, einen erneuten Anlauf wird es nicht geben, der Impfpflicht. Und selbst Lauterbach hat im Deutschlandfunk gesagt, dass da sieht er wenig Chancen und man müsse nun lieber die Impfkampagne schärfen oder stärken, um da voranzugehen. Aber er hat auch was anderes gesagt. Er hat auch gesagt, wir machen weiter und werden sehen, dass wir es im Herbst durchkriegen. Das hat er auch gesagt. Also der sagt wahrscheinlich in 2 Interviews 15 unterschiedliche Dinge. Aber ich meine ganz im Ernst, nur weil Merkel das gesagt hat, dass es keinen weiteren Vorstoß geben wird, glauben wir das jetzt deswegen? Also gibt es irgendeinen Grund, einer Aussage eines Politikers zu glauben, wenn wir uns die letzten 2 Jahre ansehen? Es wird keine Impfpflicht geben, das war ja schon relativ früh klar. Jeder, der was anderes sagt, ist ein Verschwörungstheoretiker und Schwurbler. Ja? Jetzt haben sie darüber abgestimmt. Also es ist völlig wurscht, was die jetzt sagen. Das ist vielleicht Schadensbegrenzung für den Moment. Aber wenn sie für den Herbst ein böses Virus namens Megatron ausrufen, ja, werden sie es mit Sicherheit nochmal versuchen. Und ich meine, wir dürfen ja nicht vergessen, dass im Hintergrund laufen ja auch andere Prozesse weiter. Brüssel bastelt ja mit dem digitalen Impfregister und dem Impfpass auch an so einer Art Gesundheitsdiktatur. Die WHO kann künftig über den Kopf der Staaten Pandemien ausrufen und Maßnahmen verhängen. Wer weiß, vielleicht kommt dann eine Impfpflicht über die WHO, ja, wenn alle Staaten das unterschrieben haben. Dann wären die Parlamente ganz raus. Also da ist im Hintergrund, läuft da so viel. Und ich glaube, was wir gestern gesehen haben, das ist nur das Theater, das wir sehen sollen. Aber hinter der Bühne, da sind die wirklich interessanten Dinge. Also die Impfpflicht kommt, sagst du. René, du bist vermutlich auch nicht viel optimistischer. Nein, ganz und gar nicht. Denn faktisch hatten wir gestern eine Mehrheit im Bundestag für die Impfpflicht, wenn man die Anträge der Unionsfraktion und den Antrag der Ampel, den Gesetzesvorschlag der Ampel zusammenrechnet. Dann gab es da eine Mehrheit für eine Impfpflicht. Nur eben hat die eine Gruppe gesagt, Impfpflicht sofort, und die andere Gruppe, CDU, erst später im Herbst, erst wenn es soweit ist. Also von daher wäre ich überhaupt gar nicht optimistisch, denn an dem Antrag von Kubicki, der Ablehnung einer Impfpflicht, genauso wie dem Antrag der AfD, haben sich ja nur wenige Abgeordnete angeschlossen, ungefähr 80. Also wenn es dann wirklich zum Schwur kommt im Herbst, bin ich mir da sehr sicher, dass es dann auch eine große Mehrheit für eine Impfpflicht gibt. Das war nun gestern ein politischer Betriebsunfall, wenn man so will. Scholz hat versäumt, diese Impfpflichtfrage mit der Vertrauensfrage zu verbinden. Das ist sozusagen das ultimative Mittel eines Kanzlers, einer Kanzlerin damals noch. Wenn man die Zustimmung erzwingen will, dann kann man diese Vertrauensfrage einsetzen. Das hat Scholz nicht getan. Er hat die Abstimmung zu einer Gewissensentscheidung erklärt und damit das 7 Abgeordneten freigestellt und die Fraktionsdisziplin faktisch aufgehoben. Das war ein politischer Betriebsunfall, aber es war keine Ablehnung der Impfpflicht. Das muss man ganz klar sagen. Eine Ablehnung der Impfpflicht, diese Anträge gestern, haben wirklich nur eine verschwindend geringe Minderheit der Abgeordneten zugestimmt. Das heißt, wir haben allein 300 Menschen, 300 Abgeordnete, die gestern das Recht auf körperliche Selbstbestimmung, auf körperliche Unversehrtheit im Bundestag zur Disposition gestellt haben. Und diese Abgeordneten werden dort noch 3 weitere Jahre sitzen. Und wenn sie das einmal getan haben, bin ich wirklich sehr, sehr pessimistisch, ob sie das nicht auch wieder tun werden. Also man hat ja auch gesehen, dass zum Beispiel Sarah Wagenknecht dann gestern Lauterbach nach dieser Abstimmung zu einem Fanatiker erklärt hat, und Fanatikern ist eben mit Sachargumenten kaum beizukommen. Ich glaube nicht, dass es erst Sarah Wagenknecht gebraucht hat, um das zu tun. Also es ist schön zu sehen, wenn sich auch die Politiker anschließen und seine Kollegen es erkennen. Aber wie sehr der besagte Herr oder wie schnell sich ändern kann, was er so sagt, hat er ja gerade kurz davor auch mit einer anderen kleinen Posse bewiesen. Nicht? Wir erinnern uns, Herr Lauterbach hat zuerst erklärt, ab sofort oder ab Mai sei es Privatsache, ob man sich in Quarantäne gäbe. Also er sagt freiwillige Quarantäne. Und ganze 30 Stunden später, glaube ich, waren es dann, hat er das wieder zurückgerufen, nachdem Twitter explodierte.
Nun sei die Quarantäne ab Mai doch nicht mehr freiwillig. Also es geht doch schon schnell von der einen in die andere Richtung, wie es scheint, Henning. Also wie siehst du es? Uns steht im Herbst dann die Impfpflicht durchaus bevor und es wird auch wieder schlimmer kommen. Oder sagst du, ist es anders? Ja, das war einer der traurigsten Momente, glaube ich, der deutschen Demokratie seit 45 irgendwo. Also das Ganze dann noch in der Talkshow anzukündigen und dann, glaube ich, 2.47 Uhr noch einen Tweet rauszuhauen und eben eigentlich in der Argumentation schon zu bestätigen, dass es nichts bringt, diese Quarantäne, dass es hier nur um Symbolpolitik geht, die aber erheblich in die Grundrechte eingreift. Und ich war da wieder konsterniert, was alles möglich ist und was alles geht. Und ohne, ja klar, es gab ein, zwei Heckenschützen aus der SPD, die das kritisiert haben, aber jetzt auch keine Rücktrittsforderung gestellt haben an den Gesundheitsminister. Und für mich ist dieser Mann nach allem, was er angestellt hat, seitdem er im Amt ist, schon nicht mehr tragbar. Und das sieht man auch, diese Rücktrittskultur, die es mal gab in Deutschland. Man ist mal für viel weniger zurückgetreten, wenn ich mich recht erinnere, für ein paar Flugmeilen oder sonst irgendwas. Das scheint es alles nicht mehr zu geben und das ist sehr traurig. Und ein Satz vielleicht noch, Gewissen entdeckt, habe ich ja vorhin gesagt, vielleicht für den das Moment. Das war lustig, ja. Ja, ja, ich habe damit gemeint, vielleicht für den Moment, dass sie gesagt haben, jetzt ist eigentlich unglaubwürdig und kann ich irgendwie mit mir nicht vereinbaren bei der Gefahrenlage momentan, wo es ja wirklich ein Grundgesetz gibt, da jetzt für eine Impfpflicht zu stimmen. Aber die Gefahrenlage, die kann man ja wieder herbeisimulieren, sage ich mal. Also du meinst, sie haben nicht ihr Gewissen entdeckt, sondern sie haben ihre Glaubwürdigkeit in Frage gestellt gesehen. Oder so. Das ist, oder irgendwie, so. Henning, finde ich das nicht wahrscheinlicher. Gut, Meinung darf man haben. Ja. Es ist doch im Grunde, wenn man sich die SPD anguckt oder die SPD-Minister, also das ist schon der intellektuelle Tiefpunkt bei den Sozialdemokraten, muss ich sagen. Also es ist ja auch mal eine Partei gewesen, die ich auch schon gewählt habe, ganz früher, ja. Aber ich meine, Karl, der Seuchenvogel, ja, Lauterbach, ich meine, er ist eine Witzfigur. Das ist absurd, dieser Mann. Aber er hat seine Fans, diese Millionen Fans, die ihm alles glauben, weil er ihre Hysterie unterstützt und weil er ihre Angst schürt und weil er sie wichtig macht. Ja? Man konnte man schon mal mit Grippe angeben, aber mit Corona kann man das die ganze Zeit, ja. Oder jetzt Nancy Rechts-Rechts-Nazi-Faeser. Das ist ja auch so eine Frau, die glaubt, sie ist zur Rechtsaußenministerin ernannt worden oder killt alle Nazis-Ministerin. Sie ist aber Innenministerin und hat viele andere Aufgaben, auch ich glaube Verwaltung gehört auch dazu, die ja in Deutschland auch nicht so toll funktioniert. Oder Christine Lamprecht. Christine, sag mir, wo die Waffen sind, Lamprecht, könnte man sie auch nennen. Ja. Also. Das Thema ist geheim. Das Thema ist geheim. Da hat der ukrainische Botschafter, nein, andersrum war es ja, sie sagt, es ist geheim, deswegen darf sie nicht drüber reden. Ja, genau. Und ich meine, wir wollen, ja, Merkel gehört natürlich auch dazu. Der Kanzler ohne Eigenschaften und ohne Gedächtnis, ja. Und meine ganz persönliche Lieblingssozialdemokratin, das ist ja Frau Saskia Esken, ja. Die Großinquisitorin der Ideologie. Also, wenn man sich dieses ganze Personal anschaut, das ist Personal aus dem Hieronymus-Bosch-Museum, möchte ich fast sagen. Naja, dystopisch. Aber es ist so lustig es ist, so schrecklich ist es ja leider auch, nicht? Diese Gestalten sind zwar Witzfiguren, aber sie haben ja schreckliche Folgen gehabt und mit Erfolg betrieben, was Nancy Faeser ja gerade auch macht, nämlich das Verlagern ihrer ideologischen Hetze und ihrer Rechtspolitik ins Private. Und das erleben wir dann auch wieder, um das Corona-Thema dann irgendwann noch abzuschließen, aber es erleben wir beispielsweise auch gerade wieder mit diesem Phänomen der hausrechtsbasierten Durchsetzung von Maskenpflichten. Seit einigen Tagen gibt es die nicht mehr im Gesetz. Das heißt, vom Supermarkt bis in die Bibliothek darf man ohne Maske. Und nun kommen erstaunlich viele private Kaufleute, Behörden, Präsidenten und andere und verhängen per Hausrechte so ein privates Verwaltungsrecht und gehen da privatrechtlich hoheitlich vor. Ich weiß nicht, wie ihr das erlebt habt, Henning und René. Wie ist das bei euch in der Umgebung? Ich persönlich habe sehr wohl viele Läden gesehen, in denen wird immer noch verlangt, dass die Kunden sich da abzählen. Da steht jetzt nicht mehr, sie dürfen nur noch zu viert sein. Da steht jetzt tatsächlich, für ein entspanntes Einkaufserlebnis empfehlen wir Ihnen nicht mehr als vier Leute im Raum. Ja. Oder Sie verhängen ganz plump auf Basis des Hausrechts die Maskenpflicht. Wie ist das bei euch in der Umgebung? Ich konnte es nicht fassen, muss ich ehrlich sagen.
Also ich kann das inzwischen auch nur noch mit Kopfstillen aufnehmen. Ich war jetzt Anfang März in Dänemark, da ist ja die Maskenpflicht seit Februar aufgehoben. Da war wirklich niemand mehr mit Maske zu sehen und mir sind auch keine Debatten, mein Bruder lebt da, ich habe ihn gefragt, Debatten überhaupt bekannt, nachdem dort die Maskenpflicht aufgehoben worden ist, dass noch irgendjemand die verhängt, sozusagen eigenmächtig. Also das ist wieder ein typisch deutsches Phänomen, was mein Grundvertrauen in die Intelligenz dieser Gesellschaft wirklich nochmal nachhaltig erschüttert. Aber tatsächlich ist es ja das, was wir beobachten, dass das Hausrecht Grundrechte schlägt, wenn man so möchte. Denn die Maskenpflicht ist ein Eingriff in die allgemeine Handlungsfreiheit, die Artikel 2 Absatz 1 uns allen garantiert. Das wird nicht mehr so gesehen, leider, nach 2 Jahren Maskenpflicht, weil viele sich daran gewöhnt haben. Aber das muss man nochmal festhalten. Der Griff des Staates in die Gesichter der Menschen, Kinder, Erwachsene, unterschiedslos, ist nicht zu rechtfertigen, auch nicht mit dem Hausrecht. Das ist wirklich eine Aushebelung eines demokratisch verabschiedeten Beschlusses. Und wir wissen, dass dieser Beschluss, nämlich die Änderung des Infektionsschutzgesetzes im Bundestag mit einer großen Mehrheit verabschiedet worden ist. Der Bundesrat hat einstimmig jeden Einspruch abgelehnt. Das heißt, es ist eine demokratisch zustande gekommene Entscheidung. Und Milena sprach das schon am Anfang an. Ich zweifle wirklich daran, dass einige hier noch ein gesundes Demokratieverständnis haben, auch nach dem, was heute zum Beispiel über die Debatte im Bundestag geschrieben wird. Auch das ist ja eine demokratisch zustande gekommene Entscheidung, dass die Impfpflicht nun nicht kommt. Und trotzdem kann es irgendwie nicht akzeptiert werden, dass dort Mehrheiten nicht bestanden haben, genauso wie es mehrheitlich beschlossen worden ist, diese Maskenpflicht in Innenräumen aufzuheben. Tun es einfach Leute jetzt privat, und zwar entgegen aller wissenschaftlichen Evidenz. Im Tagesspiegel, ja? Ich betone es, im Tagesspiegel hat ein Aerosolforscher. Paul, warum lachst du da so? Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Immer wenn der Tagesstürmer erwähnt wird, dann muss ich Das irgendwie löst bei dir einen gewissen reingrätschen. Reflex aus. Aber hat ein Aerosolforscher gesagt, dass nach seiner Beobachtung 99% der Menschen ihre Maske so tragen, dass die Wirksamkeit gar nicht gegeben ist? Unterstützt wird das Ganze von einer Untersuchung der Europäischen Gesundheitsbehörde mit Sitz in Stockholm, die sagt, FFP2-Masken im Alltag sind praktisch wirkungslos. Ich würde wirklich sagen, und ich würde wirklich die Leute gerne auffordern dazu, follow the science, ja? Glaub wieder an die Wissenschaft, glaub an die Evidenz und lass das mit der Maske. Aber wir beobachten natürlich in unserer Umgebung, auch in Supermärkten, wo es nicht solche Hinweise gibt, dass die Leute brav ihre Maske weiter tragen. Und das ist schon, ja, schon beängstigend, ehrlich gesagt. Nun ist ja die alten Argumente oder die Fakten waren ja eigentlich bekannt. Ich finde es immer wieder schön, wenn so ein Realitätsromantiker wie du, René, das mal in Erinnerung ruft. Das ist auch wichtig. Aber wir sind ja lange postfaktisch. Und jetzt kommt ja mit dieser neuen Erfindung des privaten Hausrechts ja was eine neue Qualität dazu. Nicht? Der Berliner Rechtsanwalt und wirklich sehr renommierte Jurist Nico Herting, der von anderen natürlich als Schwurbler verschrien, ein ganz schlimmer Kerl, aber ist in der Fachwelt sehr renommiert, sagt ja ganz klar, es ist evident rechtswidrig, wenn Behörden, Gerichte, Schulen oder andere jetzt auf ihr vermeintliches Hausrecht verweisen, hat gerade was im Privaten unter Umständen noch zulässig sein kann, je nachdem, wie das gelagert ist, kann sich so ein Behördenchef nicht über geltendes Recht, Verwaltungsrecht hinwegsetzen und sagen, sein privates Verwaltungsrecht setzen. Und in Berlin ist es tatsächlich so, in den Berliner Gerichten gilt dann dieses Hausrecht, die Hausrecht-Maskenpflicht. Das heißt, ich als Rechtssuchender kann dann da kein Recht bekommen, wenn ich mich nicht ans Hausrecht halte, das der Richter da privat erfunden hat. Also offener Rechtsbruch, ganz klar. Und alle nehmen es hin und finden es sogar noch gut. Und wer sich darüber beschwert, der ist natürlich ein Schwurbler. Ja, das Schlimme ist ja, dass es noch ganz andere Mechanismen gibt, die man so aus den Schulen hört. Ja, in der Schule meiner Tochter sagt halt der Lehrer, also er möchte gerne in die Osterferien fahren und deshalb soll sie bitte alle weiter Masken tragen, damit sein Osterferienurlaub nicht gefährdet wird. Wer das nicht tut, das sei natürlich allen freigestellt, aber wer das nicht tut, dann kann er nicht mehr zum Platz dieser Schülerin oder dieser Schüler kommen, wenn es Fragen gibt. Die müssen dann also aus der Distanz die Fragen beantwortet haben. Ein anderer Fall von der Bekannten, die saß letzte Woche eben die macht auf dem zweiten Bildungsweg in Abi, in ihrer Klasse als einzige ohne Maske am letzten Freitag und dann sagte die Lehrerin, sie möge bitte eine Maske tragen. Sie hat gesagt, nein, das ist nicht mehr die Rechtslage. Ja, dann müssen wir hier aber alle Fenster aufmachen bei 6 Grad. Also schwarze Pädagogik und dann waren natürlich alle anderen Mitschülerinnen und Mitschüler, die brav ihre Maske trugen, entsprechend böse auf diese Schülerin, weil sie eben alle frieren mussten. Also es gibt ganz andere Mechanismen, so etwas durchzusetzen. Aber dieser Glaube, dieser Kulturkampf, der da ausgebrochen ist, das ist ja etwas, was ein
zutiefst deutsches Phänomen und das ist etwas, was mich wirklich beängstigt. Aber was auch so ein deutsches Phänomen zu sein scheint, ist, das ist der, das ist dieser Missbrauch von Kindern. Und ich meine jetzt keinen sexuellen Missbrauch, sondern ich meine diesen Missbrauch für den eigenen Egoismus. Die Leute wissen ja, also all diese Eltern, die auch verlangen jetzt, dass Masken weiter getragen werden in Schulen und Kitas, diese Eltern wissen ja ganz genau, dass ihre Kinder kein großes Problem mit Covid haben, auch wenn sie es bekommen. Ja? Das ist ja nun wirklich über alle Grenzen hinweg bekannt. Also, warum machen sie es? Sie machen es für sich selber, weil sie den Schiss haben. Deswegen müssen die Kinder die Masken tragen. Ja? Die lassen ihre Kinder impfen, weil sie in Urlaub fahren wollen, weil sie Angst haben, dass die Kinder sie sonst anstecken. Das ist feige Selbstsucht und das ist offenbart so ein, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, das ist doch nicht Liebe, das ist doch keine Kinderliebe, das ist, ja, das ist eigentlich Missbrauch. Ja, das ist der reinste Egoismus, ja, der aber als Solidarität verkauft wird und das ist das Ärgerliche, dass der Solidaritätsbegriff dafür missbraucht wird, dass Leute einfach egoistisch ihre Ziele verfolgen und das ist etwas, was wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob wir den Solidaritätsbegriff jemals wieder sozusagen unbefangen verwenden können. Ja, da stimme ich dir zu. Ich würde es jetzt ein bisschen einschränken. Also die Fälle, die ihr beschreibt, die gibt es und das ist, glaube ich, auch sogar die große Mehrheit. Aber es gibt leider auch sehr viele, die Angst um ihre Kinder haben. Jetzt vielleicht nicht, was schweren Verlauf angeht, aber eben die diese Long-Covid-Angst gefressen haben. Selbst wenn da wirklich auch längst alle Daten dagegen sprechen, also gerade bei Kindern ist es mittlerweile auffällig, dass in allen guten Studien mit Kontrollgruppen, dass man eben gesehen hat, dass diese Long-Covid-Symptome bei nicht infizierten Kindern eben im gleichen Ausmaß auftreten. Und da sollten ja wirklich alle Alarmglocken schrillen. Und auch der STIKO-Chef hat in der Beziehung was gesagt. Also das Schlimme, der Punkt, an dem wir sind, ist, dass diese ganzen Menschen mit Fakten nicht mehr zu erreichen sind. Und wenn ich gefragt werde, was in meiner Umgebung mit Masken ist, ich erinnere noch mal kurz dran, ich befinde mich zurzeit in Schweden. Also hier hat Corona eigentlich seit Beginn Olympia überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt, auf den hinteren Seiten der Zeitungen vielleicht, mit Berichten aus dem Ausland. Aber während Olympia war hier Ausnahmezustand Olympia, Schweden, Winterolympiade, ganz wichtig, ja. Und jetzt ist natürlich Russland das Thema Nummer eins, aber also es ist ganz selten wirklich, ich würde von 1-2% rechnen, also einer von oder zwei von 100 sehe ich noch mit Maske rumlaufen. Das ist dann auch aus jedem Alter, also nicht, dass sich da irgendwelche Ältere besonders schützen würden. Es ist übrigens auch, es könnte natürlich auch sein, ja, also das ist dann eher, woran Schweden denken, wenn die jemanden mit Maske sehen. Es ist wohl irgendwo als sinnvoll verkauft worden oder da kann man sich vielleicht sogar drüber unterhalten, dass wenn man gerade eine Erkältung hat, also hustet, niest etc. pp., dass dann die Schweden, wenn sie eben zum Einkaufen müssen, trotzdem und sich ihre Lebensmittel holen müssen, dass die dann eine Maske tragen. Und deswegen werden hier Menschen, die mit Maske rumlaufen, auch immer beäugt und da hält man dann vielleicht auch Abstand noch. Aber ansonsten ist hier die Maske kein Thema mehr. Und wenn man das jetzt noch einen Punkt weiterdenkt, ja, es gibt ja nicht nur Schweden. Ich nehme jetzt mal die USA und klammer mal New York City aus, wo der Bürgermeister doch weiß Gott jetzt die Maskenpflicht für 2- bis 4-Jährige, glaube ich, nochmal verlängert hat. Und ein paar Tage davor in einem Club zu sehen war, wie er ohne Maske getanzt hat, eng, die Leute standen eng außenrum, keiner hat in diesem Club eine Maske getragen, aber die 2- bis 4-Jährigen, ja, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die 2- bis 4-Jährigen. Gut, aber wenn ich die jetzt mal ausklammer, selbst die liberalen Zeitungen in den USA von CNN, Washington Post und auch in der FAZ, ja, war kürzlich ein Artikel, also die liberalen Zeitungen stellen die Masken jetzt in Frage, was hat es gebracht? Sie bringen Vergleiche mit Staaten, die eben keine Maskenpflicht hatten, schon lange nicht mehr. Und in der FAZ, da möchte ich nochmal darauf hinweisen, stand letzte Woche ein Artikel, wo in einer sehr guten Studie nachgewiesen wurde, dass eben Kinder wirklich erheblich darunter leiden, dass die Mimik nicht mehr sehen und dass es erhebliche Defizite in der Sprachentwicklung gibt. Und wenn man das alles
Ja, wenn man, also das ist ja logisch. Ich meine, davon haben wir im März 2020 wahrscheinlich schon gesprochen. Ja gut, da gab es noch keine Maskenpflicht, aber sobald Kinder die tragen mussten, haben wir davon gesprochen. Und das ist einfach logisch. Und das ist das Schlimme, dieses postfaktische, dieses, wie viele Menschen, das ist auch das, was mich noch irgendwie konsternieren kann und enttäuschen kann, wie viele Menschen davon betroffen sind, dass man sie mit Fakten und Hinweisen auf, Mensch, vielleicht ist das alles doch nicht so 100%, wie du siehst. Ja, vielleicht gibt es auch Grautöne, aber es ist nicht mehr möglich. Also wir stellen nicht ohne Zerknirschung fest, dass wir das die postfaktische Maskentraumatisierung weiter mit uns rumschleppen. Freedom Day hin und Abschmetterung der Impfpflicht her. Die Deutschen schaffen es nicht, sich daraus zu befreien und stehen damit relativ alleine auf der Welt da. Und jetzt, bevor wir uns dem anderen großen Thema widmen, was nun tatsächlich schwerwiegende Folgen hat, ganz reale Folgen für die Betroffenen, also der russische Krieg in der Ukraine, erlaubt mir einen Zwischenschritt. Denn ich bin immer noch der Meinung, dass bald diese deutsche Traumatisierung und diese deutsche Hysterie durchaus überlagert werden könnte durch ganz andere Dinge und die normative Kraft des Faktischen. Da warnt die Bundesnetzagentur jetzt nebenbei und nicht groß in der Presse kolportiert, dass die Gasmangellage, auf die wir zusteuern, Zitat, furchtbare Konsequenzen haben könnte. Deswegen sollen Bundesbürger schon jetzt sparsam mit Gas umgehen, wie immer man das machen soll, damit die Speicher wieder aufgefüllt werden. Und der Direktor der Bank für internationalen Zahlungsausgleich sagt in einem Interview nebenbei, wir stünden hier alle vor einer neuen Ära der Inflation und der Geldentwertung. Was meint ihr, holen uns da jetzt bald ganz andere Probleme ein und erledigen vielleicht die Diskussion um Masken und Ähnliches, Milena? Naja, also man hat ja schon den Eindruck, dass man so von Katastrophe zu Katastrophe gehetzt wird. Und meiner Ansicht nach waren die bisher eigentlich hausgemacht. Also die Corona-Politik mit den ganzen Schäden, hausgemacht. Ja. Die Gefahr, ohne Energie dazustehen, für mich auch hausgemacht. Also diese ganzen PR-wirksamen Reisen von Habeck, die zeigen sollen, wir tun was und wir werden unabhängig von russischer Energie, das ist ja alles Bullshit. Das bringt ja gar nichts. Ja? Das bringt ja, also dieser Vertrag mit den USA, der garantiert Europa genau einen Monat Gas, ja, den sie abgeschlossen haben. Ein Monat, das ist nicht sonderlich viel. Auch woanders her gibt es jetzt erstmal nichts. Diese Terminals müssen gebaut werden. Das wird alles sehr, sehr, es wird wahnsinnig teuer. Und nur, weil wir beschlossen haben, dass wir ohne russische Energie auskommen wollen. Ich hoffe, dass da der Pragmatismus ein bisschen auch wieder siegt über die Empörung. Und mag sie noch so gerechtfertigt sein, es macht keinen Sinn, wenn in Deutschland ein großes Problem mit Energie aufkommt. Ja? Das hilft den Leuten in der Ukraine auch nicht. Also ich bin dort für eine, also und ich finde, Energiepolitik ist nun mal etwas ausgesprochen Wichtiges oder Energie haben ist etwas ausgesprochen Wichtiges. Das sollte man nicht auf irgendwelchen Altären opfern der Betroffenheit. Ja? Also da verlange ich absolut pragmatische Realpolitik ohne größere Emotionen. Von den Grünen, ja, wenn ich dich recht verstehe. Also, wenn die Realität geht ja Ja, genau in die andere Richtung. ich Wir haben jetzt weiß. mit dem Brustton der Überzeugung, will die EU nun die Kohleimporte auch stoppen aus Russland. Der vorhin angesprochene Elon Musk hat schon mal angefragt über Twitter, ob wir nicht vielleicht unsere Atomkraftwerke, die ja noch funktionieren, vielleicht weiterlaufen lassen wollen. Antwort der Grünen: Nein, nein, nein. Also, diese Rückschrittlichkeit sei jetzt nicht die richtige Lösung. Es geht alles in die andere Richtung, oder? Nicht, Melina, kommt nur mir das so vor. Ja, ich habe ja, ganz kurz, ich hab wirklich den Eindruck, wir sollen in diese Katastrophe gesteuert werden. Ich komme darauf, weil es so also im Umkehrschluss keine logische Erklärung gibt für diese Politik. So sehe ich das. Nochmal zu der Frage von dir, Paul. Wir sind ja mitten in der Ära einer Geldentwertung, und zwar einer nie dagewesenen Geldentwertung, zumindest für die Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. 7% Inflationsrate, da muss man schon bis in die 80er Jahre zurückgehen, um das nochmal zu haben. Und diese Geldentwertung war ja vorausgesagt lange bevor ein Ukraine-Krieg begann. Also das ist eine logische Entwicklung dieser unfassbaren Aufblähung der Geldmenge, die wir in der Corona-Krise erlebt haben, um eben diese Folgen abzumildern des Lockdowns und so weiter. Das ist etwas, was ja auch nicht nur in Deutschland so ist, sondern im ganzen EU, im ganzen Euroraum tatsächlich. Und mich wundert ein bisschen die ganze Panikmache in Sachen Gas. Berichtigt mich, aber meines Wissens hält Russland seine Verträge ein, liefert die gleiche Menge Gas wie auch vor dem Ukraine-Krieg zu dem gleichen Preis. Und von daher ist doch
noch gar keine Panikmache angesagt. Also das kann ich jetzt noch. Nee, aber wir wollen das doch nicht. Aber gibt es noch zwei oder drei mögliche Massaker in der Ukraine, die Empörung wieder groß werden lassen? Schon sind wir nicht mehr bei russischer Kohle, die wir nicht mehr haben wollen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass wir auch bald einfach das Gas boykottieren, ja? Einfach weil wir so wahnsinnig empört sind. Und dann haben wir das Problem. Von den Russen geht das Problem nicht aus. Das Problem geht von unserer Regierung aus. Na, weil wenn wir nicht das russische Gas boykottieren, dann sind wir ja Putin-Versteher. Und um Gottes Willen, ich will doch nicht geheizt werden durch Gas, das von Putin kommt, von diesem fürchterlichen Menschen. Ja, Wahnsinn, oder? Ja, ich Wahnsinn. will aber noch mal beide Debatten zusammenbringen, um noch mal kurz die Prioritäten klarzumachen. Also Scholz hat gestern Baerbock von einem NATO-Gipfel zurückkommen lassen für die Impfpflichtdebatte. Also noch ist in Deutschland die Priorität zuallererst Corona und Impfpflicht und all die ganzen Maßnahmen, die da anscheinend Wirkung zeigen sollen. Und dann kommt erst der Krieg. Also das ist noch sozusagen diese Agenda. Und also soweit ich weiß, steht der Sommer vor der Tür, auch wenn einige schon heute schreiben, wir haben einen schweren Herbst und einen ganz schrecklichen Winter, aber noch kommen erst ein paar Sommermonate, wo doch der Gasbedarf erstmal sinkt. Also ich will noch mal versuchen, ein bisschen die Debatte nüchterner zu halten, auch wenn ich da sozusagen gegen einen großen Mainstream argumentiere. Aber ich glaube, da bin ich ganz bei Milena, da sollten wir sehr pragmatisch überlegen, ob das was tatsächlich bringt. Also die Themen zu verknüpfen, halte ich für sehr richtig. Ich will da mal auch eine Gemeinsamkeit aufzeigen. Und zwar, uns wird immer so verkauft, dass die Kinder jetzt Bildungsrückstand haben. Schuld ist Corona. Dass die Kinder jetzt Sprachentwicklungsprobleme haben. Schuld ist Corona. Also wir kennen das ja, ja. Also es wird immer gesagt, wegen Corona gibt es die Nebenwirkungen der Lockdowns. Es ist aber die Corona-Politik gewesen, die dies alles übersehen hat, mutwillig, obwohl von verschiedenen Schwurblern in Anführungsstrichen darauf hingewiesen wurde, dass da Probleme entstehen können und werden. Schwurbler wie Kulldorff oder also Wissenschaftler aus Harvard, aus Oxford etc. Ja, solche Schwurbler meine ich. Aber lieber Henning, entschuldige, dass ich dich unterbreche. Nun wird's doch nahtlos ausgetauscht. Das ist das Gleiche bei Russland. Genau. Es ist das Gleiche jetzt wieder bei Russland. Es wird dargestellt wie ein Automatismus. Ja, also Russland überfällt die Ukraine, heißt, wir müssen jetzt der deutschen Wirtschaft das Gas abdrehen. Ich habe mich getraut, unter Herrn Melnyk, über vielleicht kommen wir auf den auch noch kurz zu sprechen. Das ist ja auch ein ja, sehr spezielles Exemplar Diplomat, hatte ich bisher noch in der Form nicht erlebt. Ich habe mich getraut, ihm mal drunter zu schreiben, als er wieder gefordert hat, ist ja einer zusammen mit dem Springer Verlag, so nehme ich das momentan wahr, die das halt forcieren und fordern und eben wollen, dass wir da einen Gasboykott so schnell wie es geht irgendwie am besten morgen auf den Weg bringen. Ja, also da findet eine Entwicklung statt, als ob das ein Automatismus wäre. Wir sind moralisch verpflichtet und da wird nicht weitergedacht. Und ich habe ihm dann drunter geschrieben, er kriegt gerade Waffen und Milliarden Euro aus Deutschland und aus Europa. Und ich stelle jetzt mal in den Raum die Frage, was ist denn, wenn das Zugpferd der europäischen Wirtschaft Deutschland, wir wissen, also da gibt es ja große Unterschiede. Ja, zum Beispiel Schweden braucht kaum russisches Öl und russisches Gas. Deutschland braucht aber sehr viel, weil da sind die Lieferverträge. Da kriegen, ich glaube, 50% Gas war ursprünglich aus Russland und 30% Öl. Also ja, und es geht halt um ganz andere Mengen bei so einem Industriestaat, bei so einem Zugpferd, was die Millionen in die EU bringt, wie Deutschland. Und da geht es ja dann am Ende auch um Stabilität. Ja, also wenn ich mir die Wirtschaft, von der hängen wir ja ab, also das wurde uns ja auch immer über Jahrzehnte erzählt, bis wir jetzt Lockdowns gemacht haben, dass ja, wenn die nicht läuft, dann geht ja alles den Bach runter. Und das spielt plötzlich in der Diskussion keine Rolle mehr. Und da bringe ich jetzt noch ein drittes Feld und da schließt sich eben der Kreis. Ich denke eben, die nächste Angstmache, die da kommt, ist der Klimawandel. Und da ist es ja umso besser, wenn wir Gas sparen. Und dann können wir noch sogar Gas und fossile Brennstoffe aus Russland sparen. Das ist ja doppelt toll. Und die nächste Angst, also es ist ja heute habe ich bei Quarks hat heute getwittert,
der Quark unter den Wissenschaftssendungen, dass ja keiner mehr an die Klimakrise denkt, an die Klimakatastrophe, wie es schon genannt wird. Ja, also da geht die nächste Angst hin. Das ist dann auch wieder ein Automatismus. Also wir müssen auf die sogenannte Klimakrise so und so reagieren, was anderes gibt es gar nicht. Dann heißt es nämlich dann auch wieder, wegen der Klimakrise haben wir und wegen dem Krieg haben wir boykottiert. Nein, es sind politische Entscheidungen, die alles andere als alternativlos sind. Aber diese Alternativen, die werden schon aus der Debatte rausgenommen, indem man halt dies als Automatismus verkauft. Also wir halten fest, was früher Corona war, das wird nun der böse Russe und der Angriff Russlands auf die Ukraine, und es wird als Entschuldigung taugen für alle eigentlich schon lang beschlossenen politischen Vorhaben dieses Ampelregimes und anderer, um das durchzusetzen, was man lange schon machen wollte. Es wird offenbar an der Inflation, es wird offenbar an der Gaspolitik. Wir hören immer wieder Ermahnungen oder verzweifelte Versuche, nun ein Tempolimit einzuführen. Früher war das Argument, dann würden die Unfallraten runtergehen, Klammer auf, völliger Blödsinn aus unfallärztlicher Sicht. Dann jetzt ist das Argument, es würde den bösen Russen aushungern. Wir müssen also diese Stimmungsmache trennen von dem tatsächlichen Problem, den Fragen über Russland. Und lasst uns da bitte hinkommen. Denn völlig unabhängig, nicht ganz unabhängig, aber unabhängig von den Energiefragen, findet ja nun ein russischer Angriffskrieg gegen die Ukraine statt. Und da ist die Gemengelage wie immer sehr undurchschaubar. Wir lesen jetzt auf CNN, dass der Norden der Ukraine von Russen geräumt worden sei. Das soll nun im Donbass weitergehen. Frankreichs Präsident Macron prognostiziert, dieser Krieg wird in den kommenden Wochen nicht enden. Wir werden eher noch eine schwierige Situation eben dort im Donbass erleben. Und derweil lesen wir in unseren Zeitungen und in unseren Medien, dass die Russen nun alle reihenweise desertieren, dass Putin die Soldaten ausgehen und dass die Stimmung ganz katastrophal schlecht sei. René, deine Zusammenfassung. Der russische Krieg bringt viel ja in Ungleichgewicht in Europa und scheucht die EU auf. Und jetzt wird sogar über einen NATO-Beitritt Finnlands diskutiert. Das wäre auch ein Zeitenumbruch. Wie bewertest du den Stand der Dinge in der Ukraine? Also zunächst erstmal, im Krieg stirbt natürlich die Wahrheit zuerst. Ne? Das ist ja nicht nur eine militärische Auseinandersetzung, sondern ist natürlich auch eine Auseinandersetzung um Wahrheit, um Bilder und so weiter. Das sollte man vorwegschicken, egal wie man da politisch zusteht. Den angedachten NATO-Beitritt Finnlands, der ist ja schon länger in der Diskussion, auch übrigens der Schwedens, den halte ich eigentlich nur für folgerichtig. Russland hat gezeigt, nicht nur in der Ukraine, sondern auch in Georgien, in anderen Nachbarländern, dass sie bereit sind, militärische Mittel einzusetzen gegen ihre Nachbarn. Und Finnland war einmal Teil des Zarenreiches. Es gab auch einen finnisch-sowjetischen Krieg, den sogenannten Winterkrieg. Danach ging die Hälfte Kareliens an Russland. Also, dass man in Finnland Russland als Bedrohung wahrnimmt, kann ich gut nachvollziehen. Und dass man das mit einem NATO-Beitritt beantworten möchte, der unter dem Vorbehalt einer Volksabstimmung steht. Nur deshalb erwägt man das jetzt, weil es zum ersten Mal auch anscheinend eine Mehrheit in der Bevölkerung für diesen NATO-Beitritt gibt. Das kann ich gut nachvollziehen und kann das auch verstehen, auch im Falle von Schweden. Denn es gibt ja immer mehr Anzeichen dafür, dass Russland da auch mal die Grenzen austestet, etwa mal U-Boote in die Schären vor Stockholm schickt und mal guckt, wie darauf reagiert wird, oder dass da auch mal Luftraumverletzungen gibt. Bislang ist es ja noch kein NATO-Luftraum über Finnland, aber dass man da einfach mal austestet, wie da eigentlich reagiert wird. Also von daher halte ich das für nachvollziehbar. Aber René, du selbst korrigier mich, hast doch vor einiger Zeit immer die Finnlandisierung der Ukraine ins Spiel gebracht als mögliche Lösung oder als zumindest Verhandlungsperspektive mit Russland, um da eine Ukraine zu haben, die auch, egal wie EU angebunden sie ist, eben militärisch neutral und nicht besetzt. Und das geht dann nun in die andere Richtung. Wenn also jetzt Finnland der NATO beitritt, ist doch eine Finnlandisierung der Ukraine im Prinzip vom Tisch. Nein, überhaupt nicht. Das sind ja zwei unterschiedliche Staaten, die sich für Dinge entscheiden können. Und wenn Finnland jetzt sagt, für uns ist sozusagen sicherheitspolitisch und geostrategisch das eine mögliche Lösung, der NATO-Beitritt, dann kann ich das verstehen. In der Ukraine muss ja ein Krieg gelöst werden oder ein Krieg beendet werden. Und du hast es gerade gesagt, militärisch wird der nicht zu beenden sein. Da bin ich eigentlich von überzeugt. Wenn es nicht zum Einsatz von atomaren Waffen kommt, dann wird der militärisch nicht zu beenden sein. Also muss man eine Verhandlungslösung finden. Und eine mögliche Verhandlungslösung für die Ukraine könnte eben eine Finnlandisierung sein, also ein neutraler Status, den ja selbst Zelensky ins Spiel bringt. Zelensky sagt ja, wenn Russland die territoriale Integrität inklusive Donbass, inklusive Krim
der Ukraine anerkennt, dann können wir uns einen solchen neutralen Status vorstellen. Aber er weiß, dass das illusorisch ist, dass das, also das ist im Grunde ein Vorschlag, der ins Leere führt, weil das ist ja völlig klar, dass Putin die Krim nicht hergeben wird. Ja? Also aber man muss ja in Verhandlungen reingehen, erstmal mit einer Maximalposition, um sich dann sozusagen irgendwo annähern zu können. Ne? Aber ich habe den Eindruck, es geht nicht um Lösungen. Niemand, ich glaube, niemand ist im Moment an einer Lösung dieses Krieges interessiert. Es gibt keine wirklichen Lösungsvorschläge, auch nicht von den Amerikanern, von den Deutschen und so weiter. Schon gar nicht von so Transatlantikern, ja, wie Norbert Röttgen, und da gibt es ja auch noch ein paar andere, die schreien ja nach immer mehr Waffen, ja, nach Energieembargo und im Grunde nach mehr Krieg. Ja, und die Ukraine hat ja auch ein gewisses Interesse, dass auch die NATO in diesen Krieg mit reingezogen wird. Und also ich sehe im Grunde einen Stellvertreterkrieg. Ja? Also es geht ja nicht um die Ukraine nur. Es geht um die Macht in der Welt, jetzt auch von US-Seite. Also die USA kämpfen ja verzweifelt darum, Weltmacht Nummer 1 zu bleiben. Militärisch sind sie es noch, wirtschaftlich sind die Chinesen vorbeigezogen, aber was mir auch auffällt, dass dieses sogenannte westliche Wertesystem, das uns ja auch die ganze Zeit eingebläut wird, generell weltweit gar nicht mal so gefragt ist. Auch wenn hier alle so tun, als stünde die ganze Welt gegen Putin auf, das ist eine Verschleierung der Tatsachen. Und das hat man jetzt gerade im UN-Menschenrechtsrat gesehen. Ja, da wurde Russland ja suspendiert. Das wurde heute oder gestern ganz stolz verkündet. Allerdings haben gerade mal 93 von 193 Staaten dafür gestimmt. Ja? Also das ist nicht wirklich viel. Und das Misstrauen gegen den Westen und vor allem gegen die Amerikaner ist im sogenannten globalen Süden extrem groß. Die sehen ja, also die Amerikaner rennen rum, also wir rennen ja auch rum, ja, mit Menschlichkeit und Demokratie im Gepäck und der großen Empörung und wir sind auf der richtigen Seite. Aber im Irak und Afghanistan wird dann problemlos für die eigenen Ziele getötet, ja. Das ist kein Problem, das sehen die Leute draußen. Und ich glaube tatsächlich, dass der Westen auf dem absteigenden Ast ist. Und ich glaube, dass es für die USA ganz, ganz wichtig ist oder wichtig scheint im Moment, Russland aus dem Spiel zu nehmen. Ich glaube nicht, dass ihnen das in irgendeiner Form gelingen wird. Russland von Europa zu trennen, das gelingt ihnen gerade, weil die Europäer und auch die Deutschen scheinbar zu blöd sind, eigene Interessen zu erkennen. Allerdings, wenn sich Russland mehr China zuwendet, dann bin ich nicht sicher, ob das jetzt für den sogenannten Westen oder die Amerikaner besonders vorteilhaft ist. Aber ich glaube, man muss auch diese ganzen Hintergründe sehen, wenn man sich diesen Krieg in der Ukraine anguckt und sich halt auch fragt, warum geht es denn jetzt nur um Waffen und warum geht es denn nicht groß um Lösungsvorschläge? Liebe Milena, so sehr ich dir da im Großen und Ganzen zustimme, also die großen Zusammenhänge, das teile ich voll und ganz und könnte ja jedes Wort unterschreiben, aber die konkrete Lösung dieses Konfliktes, die braucht ja nun wirklich ganz konkrete pragmatische Ansätze, und René erlaubt, dass ich da nochmal drauf zurückkomme. Wenn jetzt... Ja, aber da hat René vollkommen recht, also Neutralität der Ukraine ist wahrscheinlich die einzige Lösung. Aber, am Ende, ja? Ja, nur deswegen ja, aber Entschuldigung, jetzt hast du mich unterbrochen und hast tatsächlich mal was. Nicht jeden Satz von mir kannst du so aus dem FF beenden. Manchmal kommt es vor, dass ich einen eigenen Gedanken fasse. Also nochmal, wenn jetzt tatsächlich nach Ostern Finnland der NATO beitritt, was ich schon sehr überraschend und anders fände, hältst du es dann, René, tatsächlich überhaupt noch realistisch und denkbar, dass dann, quasi danach, aber eine Finnlandisierung der Ukraine stattfindet? Natürlich geht das technisch. Natürlich kann der eine Staat beitreten und der andere kann raus. Aber ist das nicht, wenn ich jetzt mal die russische Sicht einnehme, eigentlich linke Tasche, rechte Tasche, also ein gewonnen, ein verloren? Was nützt es dann den Russen, wenn die NATO an einer Stelle näher an der Grenze ist und der andere ist sie weiter weg? Also ich glaube, dass ein NATO-Beitritt diese Lösung für die Ukraine eher unwahrscheinlich macht. Das siehst du anders, René. Das sehe ich anders und will als Historiker nochmal an die Geschichte erinnern. Also Gründungsmitglied der NATO ist Norwegen. Norwegen hat seit 1948 also eine gemeinsame Grenze mit der Sowjetunion. Das heißt, die NATO hat schon seit ihrer Gründung eine gemeinsame Grenze mit Russland und der Sowjetunion. 1952 trat die Türkei der NATO bei. Dann gab es wieder eine gemeinsame Grenze, nämlich im Kaukasus mit der Sowjetunion. Also dieses Argument, dass die NATO immer näher an die Sowjetunion oder Russland heranrückt, das trägt schon aus historischen Gründen nicht, weil es gab bereits vor dem NATO-Beitritt der baltischen Staaten und Polens und so weiter zwei gemeinsame Grenzen der Sowjetunion, Russlands
mit der NATO. Also von daher, das würde ich nicht ausschließen. Und Milena, nochmal darauf zurückzukommen, ich glaube, Russland nimmt sich hier selbst aus dem Spiel durch diesen Angriffskrieg, den es vom Zaun gebrochen hat. Tatsächlich ist etwas, muss man der Ukraine natürlich überlassen, wenn die sich entscheidet, der NATO beizutreten. Und ich will daran erinnern, 2008 haben Merkel und Bush es verhindert, dass die Ukraine der NATO beitreten kann, nämlich mit dem Versprechen, das machen wir irgendwann, nur nicht jetzt. Also das ist ja etwas, was gar nicht unmittelbar bevorstand, dieser NATO-Beitritt der Ukraine, um da jetzt ein Eingreifen irgendwie zu rechtfertigen. Naja, die Amerikaner haben damals aber doch auch erkannt, dass das, sagen wir mal, ein dermaßener Affront gegen Russland ist. Das wussten die Amerikaner, wissen das seit 20 Jahren, ja? Dass die Ukraine ist so ein Zankapfel, die ganze Zeit schon. Ich bin auch nicht ganz sicher, dass die Ukraine wirklich so extrem selbstbestimmt ist, ja, dass ein Zelensky nicht doch auch mächtige Berater aus anderen Staaten dieser Welt hat. Und dass ich glaube, dass die USA da ein ganz großes Wörtchen mitspielen. Und natürlich hast du recht, Russland hat sich selber in diese Misere gebracht, mit diesem völlig falschen Ansatz in einen Krieg zu ziehen. Weil ich halte das für komplett falsch. Aber ich sehe halt, was ich meinte, ist, dass ich halt sehe, dass die USA das für ihre Zwecke durchaus ausnutzen jetzt, ja? Indem sie nämlich nicht versuchen. Aber das ist doch Realpolitik. Ja. Ja, indem sie aber nicht versuchen, ja gut, auf der anderen Seite, schau dir diese ganze Empörung an, die Menschen sterben und das ist ja auch ganz schlimm. Jeder Krieg ist schrecklich und für mich ist jeder Krieg Kriegsverbrechen, ja. Aber auf der einen Seite die große Empörung und auf der anderen Seite natürlich kalt lächelnd über die Toten die eigenen Interessen durchsetzen. Natürlich ist das Realpolitik, aber die Leute verstehen es doch nicht. Die Leute glauben ja, wenn irgendein Politiker sich hinstellt und Tränen in den Augen hat und von Getöteten spricht, das glauben sie, aber das darf man nicht glauben tatsächlich. Naja, gut, das sei nochmal dahingestellt, ob die Leute das wirklich glauben. Ich halte das Publikum für lange nicht so dumm, wie die Politiker es behandeln. Und ich glaube nicht, dass dieses Na, Theater, was unsere Politiker Hörer haben, nicht, da hast du na, recht. die sowieso nicht, das sind die besten und schönsten und die allertollsten. Ja, das sage ich natürlich auch, wenn das Mikrofon aus ist. Aber jetzt ganz ernsthaft, ich glaube nicht, dass die Menschen in großen Mengen den Politikern diesen Blödsinn abkaufen. Es gehört halt zu deren Inszenierung und zu deren Unsinn dann so zu tun. Aber René, nochmal, du meinst, dass das eine realpolitische Möglichkeit ist und du wurdest jetzt mehrfach unterbrochen. Es soll vorkommen, dass man verschiedene Meinungen haben darf. Das ist auch hier zulässig, entgegen aller Unkenrufe. Und der Weg also in die Lösung des Ganzen wäre eine Finnlandisierung der Ukraine und das recht bald. Habe ich das richtig wiedergegeben? Das ist richtig. Es gibt ja auch im Moment diplomatische Bemühungen. Ungarn zum Beispiel hat jetzt vorgeschlagen, wieder das Normandie-Format einzuberufen. Also, dass es erstmal tatsächlich auch zu Begegnungen zwischen dem russischen und dem ukrainischen Präsidenten kommt, also zu direkten Kontakten und möglicherweise der Suche nach einer Verhandlungslösung. Denn ich glaube, auch Russland ist inzwischen klar, dass dieser Krieg militärisch nicht zu gewinnen ist. Und ja, auch, es gibt da auch viele, glaube ich, Geheimdienstinformationen und so weiter und Propaganda und so weiter, wie es da in Russland genau aussieht. Das wissen wir alle nicht, auch nicht, wie es im russischen Machtzirkel aussieht. Aber ich könnte mir schon gut vorstellen, dass Putin da jetzt in Bedrängnis geraten ist und tatsächlich auch nach einer Lösung suchen muss. Also ich tue mir sehr schwer, das Ganze entsprechend zu bewerten. Zum einen, wie immer, der Nebel des Krieges. Ja, es tut mir leid. Ich glaube der russischen Propaganda, alles, was aus dem Kreml kommt, nicht weniger oder mehr als dem, was aus Kiew kommt. Das tut mir leid. Also was jetzt zumindest vom Verteidigungsministerium verlautbart wird. Ich sehe auch eine gewisse Dysbalance, wenn es um Kriegsverbrechen geht, die ich verurteile. Aber das möchte ich doch dann bitte haben, dass das auf allen Seiten verurteilt wird. Die Genfer Konvention macht da auch keine Unterschiede, ob das jetzt der Angreifer tut oder der Verteidiger. Und ich habe da ein sehr interessantes Buch gelesen, von Frank Schirmacher, ist schon ein paar Jahre alt, der verstorbene FAZ-Herausgeber, mit dem Titel Ego. Und er beschreibt in dem Buch, wie die beiden Atommächte zwischen 45 und also zu Zeiten des Kalten Krieges eigentlich jeden Tag Massen an Menschen und später Massen an Rechenleistung damit beschäftigt haben und da sehr viel Geld investiert und sehr viel Manpower investiert haben auf der Suche nach dem einen taktischen Vorteil des Atomkriegs, wo man dann doch den roten Knopf drückt und am besser rauskommt als der Gegner und ja, wo sich das Ganze dann lohnt.
Und da muss ich dann eben sagen, es ist die zweite Frage, die mir keiner beantworten kann, schwierig auch zu beantworten ist, weil da wird es unterschiedliche Meinungen geben in Ost und West. Aber ich sehe da natürlich, dass Russland seine Atomverteidigung oben halten will. Und wir haben jetzt massig neue Waffen von Hyperschallraketen über Raketenschilder. Also es ist heutzutage für einen Außenstehenden viel schwieriger, da jetzt einzuschätzen, was bedeutet es für Russland, wenn die Ukraine NATO-Mitglied ist und Atomraketen aufstellt? Was bedeutet es, wenn jetzt Finnland NATO-Mitglied wird? Und also für diese Sicherheitsarchitektur, wo ich den Russen irgendwo einräumen möchte, dass die das irgendwie diese Balance beibehalten wollen und nicht da am Ende zur leichten Beute werden von irgendwelchen Falken, die es, so irre wie es klingt, leider immer gab. Also es gab immer Menschen während des Kalten Krieges, die Möglichkeit eines präventiven Atomschlags, eines Enthauptungsschlags mit in die Überlegungen einbezogen haben. Und ich glaube, das ist in Russland nicht vergessen. Und jetzt nicht, dass es nur von Amerika ausgehen könnte, das hätte mit Sicherheit zu gewissen Zeiten auch von Russland ausgehen können. Und da auch nochmal an diese Zeit gedacht, es gab drei Momente während des Kalten Krieges, wo Missverständnisse zu einem Atomkrieg hätten führen können. Und sehr verantwortlich hat auch die USA jetzt eine Langstrecken, also finde ich sehr gut, dass sie das gemacht haben, aber das zeigt auf der anderen Seite auch, wo wir schon sind. Und zwar haben die eine Übung mit einer Langstreckenrakete abgesagt, ja, damit da nicht irgendwelche Alarmzeichen in Russland losgehen. Und all dies bitte ich doch bitte bei der Betrachtung ja, mit einzubeziehen. Und ich bin ganz bei Milena, jeder Krieg ist ein Verbrechen. Aber ja, wenn man denn zu einer Verhandlungslösung kommen will, muss man auch versuchen, Russland zu verstehen, auch wenn das böse ist. Einzige Möglichkeit, einzige Möglichkeit. Ja, und man muss halt auch alles verstehen, was dazu halt auch geführt hat. Man muss sich in Russland, man muss sich in Putin hineinversetzen, weil Putin natürlich kein Irrer ist, sondern natürlich auch aus seiner Logik heraus handelt. Und das ist Empathie, wenn man sich da hineinversetzen kann. Und es hat ja auch eine Vorgeschichte. Man kann es auch nicht ohne Vorgeschichte sehen. Und dafür sehe ich aber sowohl, also im gesamten Westen überhaupt kein Wille, das alles im Kontext zu sehen. Also das sehe ich halt nicht. Vielleicht lese ich auch die falschen Dinge. Ich würde gerne noch eine Sache zur Vorgeschichte ergänzen, weil das wirklich wichtig ist und kaum vorkommt ist. 1994 hat Russland mit den Nachfolgestaaten Kasachstan, Belarus und der Ukraine das sogenannte Budapester Memorandum abgeschlossen, nachdem die aus Sowjetbesitz befindlichen Atomwaffen aus diesen drei Nachfolgestaaten der Sowjetunion abgezogen werden, nach Russland gebracht werden und Russland dafür im Gegenzug die territoriale Unversehrtheit dieser Staaten garantiert. Also wenn die Ukraine noch die Atomwaffen aus der Sowjetzeit hätte, würde es wohl diesen Krieg auch nicht geben. Und nur weil das dann abgezogen worden ist und eigentlich Russland damals noch unter Jelzin die Unversehrtheit der Grenzen garantiert hat, kann es eigentlich heute diesen Krieg überhaupt geben. Und daran ist Russland natürlich auch zu erinnern, dass solche bestehenden Abmachungen einzuhalten sind. Gehört auch zur Vorgeschichte. Natürlich, bei allen Verhandlungen ist es wichtig, sich in die Gegenseite hereinzuversetzen und versuchen, auch deren Interessen zu verstehen und mit einzubeziehen in eine Lösung. Das ist es sehr wichtig. Aber man muss natürlich auch sagen, auch diese bestehenden Abkommen sind von euch einzuhalten. Und das ist natürlich jetzt schon gebrochen worden, klar. Zum Budapester Abkommen noch etwas. Also meines Wissens nach war kurz vor, also wenige Tage vor dem Einmarsch der Russen, muss der Selenskyj etwas gesagt haben in Bezug auf atomare Wiederbewaffnung der Ukraine, dass er die sich vorstellen kann. Und das ist ja schon, also da wird ja das Budapester Memorandum schon angegriffen. Das wurde ja schon vorher angegriffen. In Russland hat man das zur Kenntnis genommen, meiner Ansicht nach. Das wurde mit natürlich Das war mit der vor dem Krim, mit der, Einmarsch Russlands. ja, aber das, aber die Krim wurde ja annektiert, also von Russland. Das war natürlich vorher. Also insofern wurde der Vertrag natürlich
da schon beschädigt. Aber wenn man sich das Minsker Abkommen ansieht, das ja auch von keiner Seite, also auch von ukrainischer Seite in keinster Weise eingehalten wurde. Ja? Da wurde ja auch drin, da wurde ja festgelegt, dass sich die Gebiete, die Ostgebiete, der Donbass und so, dass die Autonomiegespräche führen mit der ukrainischen Regierung. Zu denen ist es nie gekommen, weil die ukrainische Regierung die auch nicht wollte. Also das ist natürlich alles voll von gebrochenen Versprechen und gebrochenen Verträgen. Ne? Also ihr Lieben, wir stellen nach einer guten Stunde fest, dass die Lage nicht nur kompliziert ist, sondern auch kompliziert bleibt und das trotz aller frühlingshaften Leichtigkeit, die aufkommen könnte und abgeschmetterter Impfpflicht, die Nachrichtenlage alles andere als erheiternd ist. Ihr zeigt auf den Horizont und sagt Düsteres voraus und ich muss leider zugeben, ich verstehe euch und ich kann euch Zuhörern da draußen nur sagen, so wenig heiter die Aussichten sind, wir werden uns hier bemühen, dem Wahnsinn Woche für Woche weiter ins Gesicht zu lachen, denn das ist erstmal das Einzige, was wir tun können. Für morgen habe ich einen Tipp für euch, denn die Sonntagspflicht zum Zuhören heißt ab sofort, viele wissen es vielleicht schon, Kontrafunk-Diskussion genauer gesagt, denn der einzig wahre Burkhard Müller-Ulrich, die Podcast-Legende und das Urgestein, führt jetzt unter diesem Titel seine bewährte Podcast-Formatierung fort. Also schaltet ein und genießt Kontrafunk-Diskussion. Und ansonsten bleibt mir nur wie immer zu sagen, auch wenn dieses Jahr wie 1984 scheint, Wahrheit ist nicht Lüge, Freiheit ist nicht Sklaverei und Krieg ist nicht Frieden. Diese erfundene Pandemie und auch die Mehr vom bösen Russen sind nichts anderes als politischer Terror gegen die Menschlichkeit und der wird nicht enden, bevor wir ihre Betreiber nicht friedlich aus den Ämtern gejagt haben. Darum rufe ich euch zu, verweigert heute wie in Zukunft alle Masken und Nachweise, kommt in Frieden zusammen, maximiert eure Kontakte mit all den Menschen, die euch nicht vorab nach Beweisen eurer Ungefährlichkeit fragen. Nutzt die Gelegenheit zum Kontakt mit Menschen, die euch gut tun, denn genau dafür ist das Leben da. Ich danke euch fürs Zuhören und meinen drei Gästen für das spannende Gespräch. René Schlott, Henning Rosenbusch und Milena Preradovic. Das war Nummer 28 des Nackten Niveaus. Nummer 29 folgt YouTube Go Home am kommenden Samstag. Bitte denkt daran, Nacktes Niveau bleibt nur erhalten durch eure Unterstützung. Wenn ihr etwas geben könnt und möchtet, geht auf paulbrandenburg.com/spende und wählt dort euren bevorzugten Zahlungsweg. Allen Spendern, vergangenen wie künftigen, ganz herzlichen Dank und euch allen ein schönes Wochenende.